Wir befinden uns im Büro von der Stiessi Betonfuhrfabrikation AG. Das ist der Ort, wo wir planen und Projekte entwickeln. Mit dem Projekt Opus Vita haben wir ein Mietwohnungsprojekt realisieren, das langfristig für Bewohner optimal ist. Wir wollen eine sehr diverse Mieterschaft. Wir haben darum Kleinwohnungen von den 1,5 Zimmerwohnungen gebaut bis zu 4,5 Zimmerwohnungen. Das Projekt Opus Vita hat insgesamt eine sehr lange Entwicklungsgeschichte. Und genau das wollen wir in den Videos erzählen. Doch wie planen wir eigentlich ein zukunftsfähiges, hochwertiges Mehrfamilienhaus? Was haben wir uns überlegt und was dürfen wir nicht vergessen? Schon beim Grundrisskonzept, das Sie hier hinten sehen, im Hintergrund sehen, haben wir zukünftige Entwicklungen schon berücksichtigt. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir grössere Wohnungen, eine 3,5 und 4,5 Zimmerwohnung, eingangstechnisch zusammenschliesst mit der benachbarten 2,5 Zimmerwohnung. Die Idee ist da, dass man einen Eingang machen kann, in einen Vorraum kommt und dann abzweigen kann, entweder in die Kleinwohnung, wo zum Beispiel die Eltern wohnen, oder abzweigen tut in die Grosswohnung, wo die Kinder drin wohnen. Um das zu erreichen, brauchen wir eigentlich nur nachträglich im Gangbereich zusätzliche Türen zu realisieren. Das ist aus unserer Sicht ideal für mehr Generationen aus Haupt. Warum das Opus Vita besonders altersgerecht gebaut ist, erfahren Sie im 6. Video dieser Serie. Im Winter ist die Sonneneinstrahlung und die Präsenz der Sonne deutlich reduziert und wir Schweizer im Mittelland unter dem Nebel suchen dann die Sonne. Das Projekt Opus Vita ist in der Hauptfassade nach Süden orientiert, damit wir im Winter eine optimale Besonnung der Wohnung haben. Kennzeichnend für unsere Bauten sind immer innovative Haustechnikkonzepte, Heizungskonzepte. Um bei unseren Bauten einen möglichst tiefen Energieverbrauch zu erreichen, tun wir neben den besten Isolationen auch modernste Heiztechnik einsetzen. Wir kombinieren Wärmepumpen mit Gasheizung. In diesem Fall haben wir eine Wärmepumpe, die die Energie aus der Umwelt, aus der Fassade, aus der äußeren Schale von unseren Betonelementen gewinnen tut. Unsere Wohnungen sind topaktuell ausgestattet. Wir haben sehr attraktive, reichhaltig ausgestattete Küchen. Wir haben aktuelle Bäder. Und wir denken auch, dass zum Beispiel elektrisch betätigte Sonnenstoren und elektrisch betätigte Fensterlamellenstoren auch bei Mietwohnungen heute zum Ständer gehören. Bei jedem Bau versuchen wir, Weiterentwicklungen einfließen zu lassen. Wir haben bei diesem Bau beide Stockwerke im Dach hinein, haben wir grosse Gauben eingesetzt, Dachbalkon gemacht, sodass wir die beiden Stockwerke optimal nutzen können. Mehr zu diesen innovativen Dachgauben und wie man der Zersiedelung entgegenwirken kann, erfahren Sie im 4. Video dieser Serie.